Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play American Truck Simulator. Willkommen in Amerika, willkommen in Arizona. Das dritte DLC ist draußen, meine lieben Freunde. Das Update 1.3, so heißt es. Ich gucke mal kurz auf der M-Karte. Und zwar gab es da bis jetzt nur also dieses hier, ne? An der Küste gelegene und dieses hier, der Wüsten gelegene, und jetzt kommt dieses hier, das ist Arizona, das ist Nevada, und wir fahren jetzt von Sierra Vista über Tucson, Phoenix, Camp Verde, nach Kingman, und in der nächsten Folge werden wir dann mal versuchen, hier oben in Grand Canyon Village und hier oben mal Page, Kenenta, Holbrook, Sholo und dann wieder nach Nuggles oder wie man es auch aussprechen möge. Wir fahren jetzt auf jeden Fall hier hoch. Wir haben von Las Vegas die Variante, hier runter nach Kingman zu fahren. Wir haben von Brembostow nach Kingman die Grenze. Dann haben wir hier Aremberg die Grenze und nochmal Escentro to Yuma. Also vier Grenzen, die wir jetzt nochmal neu überschreiten können. Und ich glaube, ich bin jetzt hier unten. Und hier unten gibt es hier schon eine Kreuzung. Ihr seht es ja hier und hier. Hier könnte man noch mal weiterfahren. Ich glaube mal, das wird dann später mal hier geupdatet, dass das dann irgendwann mal hier connectet mit der Straße und der Straße. Kann ja gut möglich sein. Und die Schnellstraße hier weiter nach unten geht. Genau. Und hier geht es ja auch noch weiter. Und es wird immer weiter geupdatet. Das liegt genau auf der Grenze, Galleon. Aber ich möchte jetzt mal nicht weiter schnaggeln. Wir machen uns auf. Und wir genießen. Bin ich mal hängen geblieben? Mal gucken, ja, bin ich mal hängen geblieben? 0-0, alles noch in Ordnung. Es ist rot, wir bleiben natürlich stehen. Und guckt euch mal hier diese Landschaft an. Ja. Zypressen sind das, glaube ich. Ihr müsst jetzt mal genau auf die Ampelschaltung achten, weil ich glaube, die ist hier, guckt, es geht nicht alles sofort auf grün, sondern es wechselt sich ab, beziehungsweise es ist eine geregelte Ampelschaltung. So haben sie es auch geschrieben. Also ich finde das auch so viel besser. Komm, grüne Welle. Wenn wir stehen, wird es grün. Den UDS-Wagen hier. Also hier ist das ja nicht UPS, sondern UDS. Kann man machen. Müsste es eigentlich in Europa auch geben, weil die sind ja europaweit, ne? Die sind ja eigentlich europaweit. Ja, es gibt das Neues in Amerika. Der Grand Canyon. Den kann man jetzt besichtigen in Grand Canyon City. Habe ich ja gerade schon gezeigt auf der Map. Hier gibt es eben noch viele, viele weitere Städte, die jetzt neu erforscht werden können. Und ich finde die Landschaft einfach nur atemberaubend.
Spiel mit dieser Baustelle, dass es ja irgendwann mal weitergeht. Finde ich sehr gut modelliert. Psala, ich wollte einfach nur stehen bleiben. Bleib mal einfach mal hier stehen. Zieh mal die Handbremse an. Mach mal alles aus und mach mal ein schönes Foto. Was haben wir denn hier gerade bei 8 von der Perspektive? Na, die ist nicht so schön. Suchen wir uns eine aus. Ich glaube, das schaut doch ganz gut aus. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte gerne weiterfahren. So, erstmal die Feststellbremse lösen. Das haben sie auch gelöst. Eine bessere Hupe meines Erachtens, ne? Komm, komm, komm. Fahr zu. Könnt ihr nicht hier? Gibt es das? Fahr zu. Mensch, ein Betrieb hier. Na, geht doch. So, fahren wir mal los. Und der Sonnenuntergang. Herrlich. Ja, wahrscheinlich ein bisschen im Dunkeln fahren. Mach schon mal das Licht an. Die Nacht ist auch jetzt ein bisschen optimiert worden, meines Erachtens nach ein bisschen düsterer geworden. Weil es nicht so viele Lampen gibt. Aber es ist gut modelliert. Oh, da gehen die Lampen auch an. Also, ist nicht so übertrieben die Helligkeit wie bei ETS. Hier steht das. Muss ich schon mal gucken, wie viel Liter wir noch haben.
Und diese Schilder hier in Arizona sind auch sehr abgerundet. Die wollen hier raus. Dann fahrt mal raus. War vorbei. Alles noch ein bisschen optimieren hier. Wie wir das alles angehen. Drink white loose. Erster Aufenthalt in Phoenix. Errungenschaft erzielt. Super. Vater, los, weg mit dir. Das ist ja mal ein interessantes Autobahnkreuz. Muss man abfahren, wenn man geradeaus möchte. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Hier geht es überall nach Phoenix. Und hier ist es auch richtig heiß draußen. 21 Grad in der Nacht. Und sind gerade 29 Grad am Tag. Ist schon 18 Uhr durch. Na, Kap Verde muss man jetzt hier abfahren. Ah ja, das Navi zeigt da auch an, wir müssen jetzt hier abfahren. Ist doch mal gut. So, ich war zum Schnellbein gucken. Dort hinter uns ist was. Ja, ich muss mal hier rum. Okay. Soweit. 0-0. Alles ist im Kasten. Alles ist super. Wie weit haben wir es noch? Okay. Wir gehen mal tanken. So. Einmal rum um den Kasten. Bin ich falsch rum jetzt reingefahren, aber mein Tank ist eben auf der anderen Seite. Tue ich mal ein bisschen hier tanken.
Das müsste eigentlich langen. Langt. Und weiter geht's. Guck mal, so sieht man ja gar nichts. Da kann ich gerade noch so den Mittelstreifen sehen. Uiuiuiui. Das ist sehr, sehr riskant. Ohne Licht zu fahren hier. In der Nacht. Wäre mal eine Challenge, aber die werde ich wahrscheinlich verlieren. Auch wenn man draußen ist. Man sieht nichts. So, vorne müssen wir abbiegen. Dürfen wir 105 Stundenkilometer fahren? Vorne ist 89 Meilen oder ne, nee, das wir sind auf der Route 89, kann man das so sagen? Und wir haben es ja schon jetzt gerade gesehen, die Autobahnkreuze, die sind jetzt etwas besser strukturiert. Und diese bessere Struktur, die gab es ja schon im Skandinavia DLC, ne? Den Skandinavia Pack. Das sind auch viel bessere Autobahnkreuze, viel bessere Straßenmodellierungen wie in Zentraleuropa. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen um die Kurve denken. Ich weiß jetzt nicht, wie der Straßenverlauf hier ist. Das ist hier eine Kreuzung. Ach nee, ist eine Brücke. Ich möchte schon in meiner Spur bleiben. Stub steht hier. So. Biegen wir mal hier ab. Ist er noch perfekt? Ja, die 66. ist das hier. Und hinter uns hängt gerade ein LKW. Wir haben es jetzt fast Mitternacht und die Folge ist schon fast vorbei. Wir haben es nicht fast Mitternacht, es ist Mitternacht durch. Es ist 12.51 Uhr AM. Ja, da werden wir in der nächsten Folge gleich mal aufbrechen Richtung Grand Canyon. Oh, hier kommt was entgegen. Die Nacht ist sehr, sehr heimtückisch hier auf jeden Fall. Kommt gerade nichts, meine Chance. One Way, Einbahnstraße.
ist eine Tankstelle. Ist denn dort hinter? So viel haben wir da doch jetzt nicht so gesehen. Und bei mir zieht gerade ein laues Lüftchen auf. Windböen. Was ist denn bei mir gerade los hier? Die Temperatur ist gleich 3 Grad gesunken, ne? Jetzt haben wir noch 26,2. Gerade war es noch 29,4. Unsere Höchsttemperatur war heute 30,1. Es ist richtig Sommer heute, ne? Guck mal hier, die gute alte Straßenfracht. Wir haben grün. Aber wie sollen wir das schaffen? Schaffen wir das? Schaut gut aus. Nee. Kurz nochmal zurücksetzen. Aber jetzt stürmen wir ja den Warnblinker rein. Jetzt müssen wir es ja eigentlich packen. So. Schaut doch gar nicht mal so schlecht aus. Schaut doch gut aus. Da, der. Company Collector habe ich bekommen. Wir sind jetzt Enthusiast. Level 6 auf Aufstieg. Abgerankt, ausgezeichnet, kein Schaden und fortfahren, können einen Fähigkeitspunkt vergeben und ich lege dann auf, hier haben wir ja schon, auf hochwertige Fracht anwenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge, meine lieben Freunde, wenn es wieder heißt Let's Play American Truck Simulator, jetzt auch mit den Arizona DLC. Und das ist ganz kostenlos auf Steam erhältlich, wenn man das Spiel American Truck Simulator sich zugelegt hat. Das kostet zurzeit 20 Euro, also 19,99 Euro. Müsst ihr investieren und dann habt ihr alle DLCs, die dazugehören, kostenlos, außer die DLCs, die zugehörig auch mit beim ETS, und zwar diese komischen Felgen, die kosten 2,99 €, aber das braucht euch ja nicht unbedingt zu interessieren, weil das nichts mit den DLCs zu tun hat. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen wunderschönen Tag, genießt den Tag, habt Spaß,
auch draußen bei diesem wunderschönen Sonnenschein. Ich werde jetzt auch rausgehen und noch den Rest des Tages genießen. Tschüss, ciao, euer ZDKreisTV. Ciao.